Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. So, heute haben wir wieder was ganz Besonderes vor. Ich habe nämlich schon geschaut und wir können uns das nächste Upgrade demnächst leisten. Wir brauchen C-Holzstäbe, Obsidientafeln, davon 30 Stück und etwas mehr geschliffenen Bernstein. Dann wollen wir das mal angehen. Ich würde sagen, der erste Punkt der Tagesordnung sind auf jeden Fall Waffen und Spitzhacken und Äxte. Die gehen uns nämlich aus. Blauer Schlürfisch, den tun wir doch gleich in die Fischkiste. Dafür haben wir sie. So, da kommt die hin, da liegt sie gut. Das ist noch Obsidian, das braucht man ja gleich. Mal schauen, ob wir bei unserem Steinschleifer gleich auswählen können, dass wir Obsidian-Tafeln haben möchten. Ja, das geht. 30 Stück braucht man. Ja, 20 Stück bekommen wir raus. Das ist aber nicht gut. 11 Bernstein haben wir. Gut. Und Rubin können wir auch noch schleifen. Habe ich gar nicht auf der Hand. Okay. Was haben wir denn hier? Wollfaden, Wollfaden, Wollfaden. Brauche ich im Moment nicht. Hier braucht man dieses C-Holz. Ja. Hab vergessen, wie viel davon. Ich schätze mal 20. Können auf jeden Fall 20 von machen. Kann eh sein, dass wir ein bisschen was brauchen für die Waffen jetzt. Werkbank. Okay, das ist anscheinend aufgerüstet genug. Was haben wir denn? Haben wir kein schönes Schwert? Also die Schwerter sind ja ganz in Ordnung, aber ich dachte so langsam irgendwie aus diesem C-Holz hätte man was machen können oder aus dem Bernstein zumindest. Ah doch, Sofortaufrüstung. Obsidientafel, Ungetümschuppe, die haben wir sogar. Und Kupferbahn. Wie machen wir denn Kupferbahn? Kupfer haben wir auf jeden Fall. Vielleicht sogar im Inventar. Nö, nicht im Inventar. Hey, ich war schon wieder so blöd und habe die Fische einfach nicht in die passende Kiste getan. Ich war doch gerade da. So, erstmal gegrilltes Fleisch. Dann kann das braten, während wir uns beraten. Warum ich so dämlich bin und hier die verbleibenden Fische nicht reingetan habe. Die stacken sogar. So, da sind nochmal drei flossige Jungs. So, dann wollen wir mal schauen. Axt ist eigentlich noch gut. Schwertsituation ist nicht gut. Unser Bananenfreund braucht auch ein Schwert. Schauen wir mal. Irgendwie habe ich es doch hier reingeworfen. Die brauchen wir auf jeden Fall auch. Knochenwurzel kann nie schaden. Das passt auch noch auf den Stack, passt auch noch auf den Stack, zumindest halbwegs. Hier ist schönes Essen drin. Da braucht man gerade nichts von. Glaube, ich habe das letzte Mal in irgendeine Truhe geworfen. Boah, das ist auch relativ nutzlos hier drin. Kupfer. Einmal Kupfer, bitte. So. Dann die Ungetümschuppe natürlich. Rohrrubin. Granit braucht man, glaube ich, nicht. Ich nehme mal so eine Sandklaue mit, nur zur Sicherheit. Und vielleicht auch so ein Sandpanzer. Nennt mich verrückt. Aber vielleicht braucht man die Sachen ja. Gut, wie läuft's denn mit der Obsidientafelproduktion? Schleppend. Erst 9 Stück gemacht. Na gut, dann wollen wir mal hier die zwei Tafeln machen. Vielleicht kriegt man da schöne neue Rezepte. Wer weiß das schon? So. Und Unsterblichkeits-Talisman, das wäre klasse. Wirklich Unsterblichkeits. Belebt den Träger nach einer Eliminierung wieder. Zerstört sich nach Einsatz selbst. Oh, wir bekommen dadurch eine zweite Chance. Das wäre natürlich nicht so verkehrt. Ist egal, wir müssen hier erstmal schauen, was wir zum Upgraden brauchen. So viel Obsidian habe ich leider nicht. Kupferbarren müssen wir noch schauen, wo wir die machen. Wahrscheinlich nicht hier drin. Zumindest wird das nicht angezeigt. Braucht man da noch was anderes? Was haben wir denn? Im Edelsteinschneider sind wir ja gerade. Webstuhl, Essenztisch, verzaubere Waffen und Werkzeuge mit einzigartigen, mächtigen Essenzen. Das wäre natürlich auch praktisch. Da braucht man ein bisschen C-Holz. Hammer keins mehr. Müssen wir schauen, können wir alles besorgen. Als erstes müssen wir trotzdem Schwerter machen. Es hilft ja nichts, es hilft ja nichts. Schwerter, Schwerter, Schwerter. Schwertermaterialien. Schwer am Sachen zerschneiden dann. Nee, sieht tatsächlich schlecht aus für Weichholz und andere.
Ja, das Holz sieht gut aus, der Stein sieht auch noch gut aus. Na gut, hilft nichts, dann ich glitsche in der Tür. So, einmal die Tür wieder geschlossen, dann konnte ich raus. Dann mach mal halt normale Schwerter. Ja. Eins für mich, noch eins für mich und eins für den Bananenfreund. So, ich bin wieder am Hungern, zumindest klingt das ja danach. Dynamit braucht man im Moment nicht und den Rest haben wir eigentlich noch. Och, so eine Spitzhacke nehmen wir doch auch noch gerne. So, dann sind wir ein bisschen zu voll. Das ist aber doof. Ja, erstmal kriegst du ein Schwert. Hier nimm. Was kriegst du denn? Langschwert. Nicht zu danken. Und du hast sogar das Kaputte genommen. Na gut. Dann muss man dir bald wieder eins geben. So, kann irgendwas in die Kiste? Ich weiß noch nicht, wie man Kupfer macht. Solange kann die Spitzhacke hier bleiben. Obwohl haben wir irgendwie eine Misthacke. Die kann auf jeden Fall raus. Vielleicht auch die Axt. Ja, so viel dazu. Kann ich eine Kiste hier kurz hinmachen? Na also, zumindest eine kleine. Richtig platzieren. Ja, halbwegs. Das reicht fürs erste. Kupfer kommt da rein, Dynamit auch, das auch. Die Schuppe vor allem, die will ich nicht verlieren unterwegs. So, Knochenwurzel findet man gerade nicht, braucht man auch nicht. Und ich würde sagen, der Rest passt. Achso, ich habe Hunger. Wollen wir dann gleich was essen, bevor ich mich lautstark beschwere? Nein, ich wollte mir nicht mit dir reden, Charlie. Ich wollte mir nur den Wanst vollstopfen. So, gibt es irgendwie einen Schmelzofen? Irgendwo müssen wir das doch machen. Nicht in der Nahrungsverarbeitung. Mahlwerk, auch Nahrung. Nicht im Spinnrad, Grill, Sägewerk, Werkbank, Essenztisch. Irgendwo müssen wir doch Kupfer einschmelzen können. Das kann ich auch nicht aufrüsten. Okay, interessant. Nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ja, toll. Jetzt gibt es neue Waffen. Jetzt haben wir zumindest einen Jagddolch, aber kein Jagdschwert. So, hier braucht man im Moment nichts. Bin ich blöd oder muss ich erst was aufrüsten? Das kann beides sehr gut gleichzeitig wahr sein. Hier, Kupferbarren. Wird aus Kupfer gewonnen. Ja. Der Part ist mir klar, aber wo stecke ich mein Kupfer rein? Gut, zumindest nicht ins Sägewerk. Das hätte mich auch sehr verwundert, wenn das der Fall gewesen wäre. Na gut, nehmen wir erstmal unser schönes Fleisch mit. Essenztisch wollte ich bauen, brauchen wir ein bisschen Zeholz für. Webstuhl, Objekte aus Stoff, wohl eher nicht. Spinnrad, Grill, Sägewerk, Werkbank. Einfach ins Lagerfeuer halten? Ne, wir werden draufkommen. Zur Not google ich danach. Wir müssen auf jeden Fall erstmal wieder in die Wüste. Spitzhacken sind da. Axt ist da. Gute Axt ist da. Sogar in doppelter Ausführung. Auf geht's. Diesmal kommen wir ordentlich weit, hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, ob es ganz fürs Aufrüsten reicht, aber ich bin noch positiv gestimmt. Das mit den Kupferbahnen macht mir noch ein bisschen Sorgen. Vielleicht müssen wir da echt ins Schneebiom, um irgendwas zu finden, damit wir da was freischalten. Keine Ahnung. Und da sprudeln wieder die Fischbots. Nein, Spinnen. Kann euch doch immer noch nicht leiden. Haltet euch mal fern von mir. Glaubt, gleich wird's dunkel, dann wird uns in der Wüste. Wo kommst du denn hier? Oh, das klingt wieder so wolfig. Könnt ihr euch nicht gegen. Au. Macht doch sowas nicht, obwohl ich brauche neue Fleischvorräte. Auch lang nicht mehr an der Kuh vorbeigelaufen. Die müssen wir gleich mal anfassen. Dann verliert die ihre ganze Milch. Das ist sehr realistisch. Nein, ich wollte doch die Kuh anfassen. Ja, das hat dir gefallen, her mit der Milch. Wenn man mich anfasst, gibt es auch ab und zu Milch. Ja, manchmal ein bisschen früher, als mir lieb ist. Dann wollen wir mal weiter in die. Mehr Kühe. Das wird ja eine.
eine Kuh-Episode. Ihr wisst ja, viele Kühe machen Mühe. So. Ja. Ja, mit der Milch. Der schöne Eutersaft. Sehr gut, dann werden wir auf jeden Fall nicht verdursten in der Wüste. Und seht mal da, gleich Kakteen und ein Sandwolf. Den hätte es jetzt nicht gebraucht. Au. Ja, du warst nicht mal ein Sandwolf. Du warst nur im falschen Biom. Na gut, dann wollen wir erstmal das Zeeholz abernten. Ja, Charlie, du darfst nicht mithelfen. Du gehst nicht gut mit meinem Werkzeug um. Du bist nur als Bodyguard dabei. Da werden... Hört sich so an, als ob du gleich gebraucht wirst. So. Ich glaube, wir nehmen mal 2 Steaks mit, dann sind wir auf der sicheren Seite. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Bernstein und eventuell ein bisschen Obsidian. Hey Charlie, warum drängst du dich immer in den Vordergrund? Ich will doch hier nur ein bisschen was abbauen. Muss nicht immer vor die Axt laufen. Ja, so machst du es jetzt richtig. Nein, ich habe einen Stein erwischt. Nicht vor die Axt laufen, das ist gefährlich. So, Lagerfeuer wird sich vielleicht auch mal anbieten, damit wir hier was sehen. Obwohl, ich kann ja einfach eine Fackel... Na, hat nicht geklappt? Doch. War einfach nicht vor die Axt laufen. Verlier nicht deinen Lebenswillen, Charlie. Charlie. Ja. Nein! Mach sowas nicht. Schön auf der anderen Seite bleiben. So, ein Steak haben wir gleich. Ja. Ich glaube, die 2 Kakteen und dann können wir mal in Richtung Höhle gehen. Solange da kein Monster auf uns wartet. Ja, da links läuft schon wieder ein Skelett rum. Charlie, mach dich nützlich. Oh. Das hat sich aber nach einem großen Vieh angehört. Nicht nur nach einem normalen Sandwolf. Gleich so ein Wüstendino. Der gibt mir aber immer noch aufs Maul. So. Ja, das sieht schon relativ gut aus. So, dem Skelett laufen wir einfach davon. Und... Oh, da ist der Dino. Ich sag doch, das hat sich so angehört. Oh, der macht auch Holz kaputt. Das ist aber praktisch. Wir laufen aber trotzdem erstmal davon. Verzeihung. So. Die 3 Kakteen noch und dann soll es eigentlich ganz gut aussehen mit dem Hartholz. Bernstein müsst mal... vor uns sehe ich auf dem Hügel schon. Zumindest ein Klumpen. Da suchen wir uns vielleicht einen besseren Spot. Wo wir gleich die 20 herstellen können. Obwohl es fehlen ja nur noch 9. Oder braucht es... Bin etwas verschleimt heute. Braucht das Werkbank-Upgrade eigentlich auch noch Bernstein? Habe ich vergessen. Wir nehmen ein bisschen was extra mit. Glaubt, das wird sich anbieten. So, dann einmal den Express-Geysir benutzen. Bitte mehr nach vorne als irgendwo sonst hin. Naja. Wie kommst du direkt vor mich? Du sollst aufhören, vor mich zu laufen. Yay, ein Levelaufstieg. Warum auch immer. Oh! Eine ganz nahe Höhle. Wie haben wir die immer übersehen? Mir ist brandheiß, ja. Hätte man Milchshake mitnehmen müssen. Das ist ja klasse, dass wir direkt eine Höhle vor unserer Haustür eigentlich haben. So, da brauchen wir aber die bessere Spitzhacke. Ja, ein bisschen Hitze kann man ja aushalten. Vielleicht mache ich die Fackel mal weg. Nö, das bringt nichts, außerdem sehe ich da nichts mehr. Wir können ja essen, bis es uns wieder gut geht. So. Na, die Animation sieht jetzt nicht gescheit aus. Muss aber nicht gut aussehen, muss nur funktionieren. So, ich schätze mal, wir brauchen da insgesamt 45 Stück. Und 20 hat man, glaube ich, schon.
Na, schauen wir mal, dass wir so mit 30 rausgehen. Dann haben wir noch ein bisschen was über. So, den erwische ich nicht. Den erwische ich aber hier. Sehr schön, sehr schön. Hier mit den Ressourcen. Ja, vielleicht essen wir mal was. Oder trinken die Milch. Wofür haben wir sie denn? Wofür haben wir denn die ganzen Kühe gestreichelt? Soll uns ja auch was bringen. So, tun wir vielleicht die Angel mal weg. Dann können wir was sehen und dabei Milch trinken. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, wir haben unser Obsidian-Ziel schon längst erreicht. Können uns noch ein bisschen umsehen. Wird aber hier relativ grün. Und wir halten nicht so viel aus. Gibt es eigentlich keine Feinde in diesen Höhlen? Zumindest sehe ich keine. Was bist du, Obsidian? Dann brauche ich doch. Nehme ich alles mal mit. Oh, kann gar nicht so viel tragen, wie ich möchte. Das sieht teilweise wertvoller aus. Dann was schmeiß mal raus. Oh Mist, ich habe die Rubine mitgenommen. Das war aber auch dämlich. Und die C-Holzstäbe. Na gut. Da sind noch zwei Kisten. Schauen wir noch kurz rein. Ich weiß, ich verglühe hier gerade ein bisschen. So. Eine Milch gegen die Hitze. Und ein bisschen Fleisch gegen die Hitze. Wollen ja nicht komplett erschöpft hier rausgehen. Ah, ich denke, wir können jetzt hier rausgehen. Wir haben 43 Obsidian. Ich bin fast überzeugt davon, dass das reicht. So, ansonsten ist die Höhle ja echt nah. Keine Ahnung, warum ich so weit gelatscht bin beim letzten Mal. Einfach nichts gefunden. Und anscheinend beginnt wieder der Tag. Bernstein. Da gibt es ganz viel Bernstein. Da wollen wir hin. Irgendwie. Ohne dabei gefressen zu werden am besten. Nein! Charlie, haut drauf! Haut drauf! Ah, sehr schön. Ich mag das Begleitersystem. So, da tun wir vielleicht das Fleisch rein. Muss ja nicht die ganze Zeit hier die Fackel noch neben uns leuchten. Ist aber ganz schön schnell Tag geworden. Das gefällt mir. So, wie kommen wir da am effektivsten rauf? Hochbauen wahrscheinlich. Und da ist noch so ein. Nö, das ist nur ein Hühnchen. Dachte, da wäre noch so ein Sandpanzervieh. Anscheinend nicht. So, habe ich dran gedacht, Holz mitzunehmen. Bei meinem Glück, ja, habe ich ein bisschen. Wollte ich nicht sagen, bei meinem Glück hätte ich keins dabei. Aber ab und zu muss mir ja auch irgendwie was Gutes widerfahren. So. Aber ich muss zumindest schlau genug agieren, damit mir mal sowas auffällt. Spitzhacke ist beinahe schon wieder abgewetzt. Ich dachte, hier wäre auch was gewesen. Zumindest ein Geysir zum Hochkommen. Und hier hängt zumindest was. Davon braucht man jetzt, glaube ich, 9 und ein bisschen was für die Werkbank, falls wir was für die Werkbank brauchen. Nein, Inventar ist voll. Was schmeißt man weg? Vielleicht die Himbeeren. Ansonsten sehe ich gerade nicht, was weniger wertvoll ist. Ach, vielleicht die Axt. Nein, ich habe die Axt wieder aufgenommen. So ein Mist. Könnte ich auch Charlie geben, aber. Geh mal weg hier. Du musst das aufsammeln. Sehr schön. Deswegen kriegst du keine Axt. Läufst immer davor. Und weiß bestimmt gar nicht, wie man damit umgeht. Bist ja nur eine Banane. So. Davon müssen wir einiges abbauen. Und diese Spitzhacke sollte eigentlich auch funktionieren. Und das tut. Entschuldigung. Ich sag doch, du sollst nicht immer davor laufen. Jetzt habe ich ihn aus Versehen verletzt. Das wollte ich nicht. Das tut mir immer so leid. Ich esse Bananen eigentlich nur zum Frühstück. Ab und zu mal. So. Ja, das wird hier auch noch nicht reichen, weil wir kriegen ja nur zwei, drei Ressourcen raus. Ja, das waren zwei. 9 ist so das Mindeste, was wir brauchen. Ich würde aber trotzdem sagen, so ein 30 Stück sollten drin sein. Ein Drittel haben wir ja schon. Nein. Hab einfach auf den Bärenbusch da gehauen. Das wollte ich auch nicht.
läuft mir heute mehr vor die Spitzhacke, als ich eigentlich vorhab. So, da müssen wir uns auch hochbauen. Vielleicht gibt es auf der Ebene noch was, was leichter zu erreichen ist. Nein, fall doch nicht runter. Mist. Muss ich wieder runterkraxeln und es aufsammeln. Was ist jetzt los? Da hinten ist was Blaues. War das eine Vorratslieferung? Können uns das gerne... Ah, die kommt wahrscheinlich erst noch. Das ist der Rauch und dann... Ah, da oben ist sie. Der Loot in den Containern war bis jetzt immer relativ schlecht. Nein. Deswegen ist meine Neugier, was das angeht, immer ein bisschen eingeschränkt gerade. Wir können natürlich kurz hingehen. Ich glaube, nach der Wand hier sind wir auch fertig mit unseren Bernsteinzielen. Zumindest fast. Ansonsten gehen wir halt einfach nochmal kurz in die Wüste. Bernstein ist ja nicht wirklich das Thema mehr. So. Ein einmal Fischbahn. Da gehen die Vorräte gerade runter. Au. Ich dachte, ich hätte nicht so viel Fallschaden. Vielleicht auch im Geysir landen, dass wir gleich wieder hochfliegen. Nee, das ist ja auch Quatsch. Kein leckerer Quatsch. Das ist kein Quatsch mit Soße. So, das hat sich deutlich schmerzhafter angehört als nötig. Ist ja kaum was passiert. Nur zwei Herzen verloren. Wir haben ja so viele. Hey, ich dachte, ich hätte das jetzt gegessen. Irgendwie müssen die ja wiederkommen. Da sind sie auch schon. Vielleicht hatte ich mein Stück Fleisch nicht aufgegessen. Das kann natürlich passieren. Dass es dann die Wirkung auch nicht erzielt. So, dann wollen wir mal schauen, ob sie es gelohnt hat. Nein. Überhaupt nicht, würde ich sagen. Nö. Nur Mist. Mist mit Soße. Na gut, dann müssen wir genau in diese Richtung da hinten. Und dann kommen wir direkt wieder zum Dorf. Das ist ja passend. Das ist schön praktisch. Ja, hör auf rumzuheulen. Sonst gebe ich dir was, worüber du heulen kannst. Das hat mein Vater zumindest immer gesagt, als er das Ähnliches gemacht hat. Nee, Spaß. Obwohl es kein witziges Thema ist. So. Sind wir bald da? Ich glaube, wir sind bald da. Das ist nicht unser Wachturm. Kann ich die Entfernung jetzt gar nicht einschätzen? Naja, irgendwie kriegt man es hin. Hey, was macht ihr da im Gebüsch? Seid ihr schon platt? Was passiert mit euch? Charlie, das ist deiner. Ich habe genug gekämpft für heute. Ist ja gut. Alle Welt gerade am Rumheulen hier. Hab den Wölfen eigentlich nichts getan. Na, ihr seht aber ganz cool aus. Zumindest der erste sah ganz cool aus. Der gerade sah lecker aus und der letzte war nichts Besonderes, würde ich mal sagen. Charlie! Ich dachte, du machst die fertig. Lass das Schühnchen in Ruhe. Nicht nett. War hier nicht eine Kiste? Ich dachte, ich bin abgebogen wegen einer Kiste. Naja. Vielleicht habe ich mich geirrt. So, sie ist voraus. Das ist ja wunderbar. Ich habe leider immer noch keine Idee, wo man denn Kupfer schmelzen könnte. Ich schätze, man muss dafür ins Eisbiom und irgendeine andere Ressource finden. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ja, komm, lauf ein bisschen schneller hier. Haben große Dinge vor. Ah, wäre echt cool, wenn man das heute noch schaffen, das Dorf auf die letzte Stufe abzugraden. Dann haben wir echt was erreicht. In den jetzt 16, 17 Folgen. Die kommt am Samstag raus. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, es ist entweder 17 oder 19. Ich muss dann nachschauen. Ich weiß es gerade nicht mehr. So. Ja, da liegen die Überreste von den Spinnen von vorher. Die kann ich jetzt natürlich auch nicht aufnehmen. Ja, ist ja gut. Ihr müsst nicht immer nachspawnen. Ich glaube euch auch so, dass ihr furchteinflößend seid. Ja, da meckern sogar die Schafe.
Na komm, einfach noch durchs Tor. Ich glaube, ich mache das einfach zu. Charlie kann sich ja teleportieren. So, du musst draußen bleiben. Ach, du gehst außen rum und spawnst dann da. Das ist eine valide Strategie, das sei dir vergönnt. So, was haben wir denn? Oh, die Ranken brauchen wir gerade nicht. Edelsteine wollen wir, geschliffene Bernsteine wollen wir gleich machen. Aber erst sehen wir nach, ob der wirklich geschliffen sein muss. Besser doppelt nachsehen. Jo, wir brauchen 20 Stück. Wir haben 11. Das sollte auf jeden Fall reichen. Rezept ändern und rein. Rein mit allem, was wir haben. So, Obsidian-Tafeln kann auch nicht schaden. Wir haben 20 im Besitz. Ich würde sagen, wir brauchen mindestens 30. Das stand, glaubt, gerade auch dran. Ansonsten Kupfer können wir noch nicht. Das heißt, die Werkbank bleibt leider unabgegradet. Wir können aber so lange hier mal schauen, wo wir Zeug einsortieren können. Kralle auf Kralle, Sandpanzer auf Sandpanzer. Stein nehme ich wieder. Der Panzer kann dahin. Oh, die Krallen wären natürlich auch nicht schlecht. Ja, ich hätte einfach eine größere Kiste machen sollen. So, und es wird wieder gegrillt. Und die Häufchen muss man natürlich auch aufsammeln. Sonst dreht man irgendwann aus Versehen rein und dann stinkt die ganze Reise. Das können wir ja nicht verantworten. So, bisschen Wolfsüberreste auf den Grill. Na, das hat mich gerade schon mal irritiert. Das ist aber keiner. Keine Hinterlassenschaft von dem Hähnchen. Ich glaube, Holz kann man noch ein bisschen hier einordnen, obwohl ich habe nur einen Stack, den würde ich auch gern weiter behalten. Braucht man sonst noch was? C-Holzstab haben wir sogar genug. Okay, dann braucht man wirklich nur die 10 Tafeln und die 9 Bernsteine. Das sollte ja so langsam mal in den Bereich kommen, wo zumindest diese Menge fertig ist. Na, da fehlt noch ein bisschen was. Also 5 Tafeln sind fertig. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen warten. Und warten meine ich nicht wörtlich, weil wir müssen oder wir können da währenddessen ja was anderes machen. Zum Beispiel... Oh, wer bist denn du? Bist du Peter Lustig? Nee, du bist Otis. Dich hat man doch auch schon. Du siehst aber freundlich aus. Ich habe aber noch kein Bett für dich. So, Essbares zu essbarem. Das sieht insgesamt nach allem aus, was essbar ist. So, das kommt darauf. Geschliffene Rubine einfach hier in die Krimskramskiste neben die Häufchen. Schadet bestimmt nicht. So, Obsidian tue ich auch mal hier rein, dann ist einfach das Inventar ein bisschen leichter. Rest behalten wir kurz drin und dann können wir hier schauen. Irgendwann muss man die Kisten nämlich auch abreißen und alles neu sortieren. Beziehungsweise an ihren angedachten Platz tun. Okay, hier sind Ranken drin. Hier ist auch noch ein bisschen Mist drin. Ist das nicht mein Bett? Nee, ich schlafe ja in dem anderen inzwischen. Ah, Obsidian ist fertig. Ist das nicht schön? Hey, ein Häufchen mitten in der Tür. Ich dachte, du wärst stubenrein. Na, war es ja auch so halbwegs. Nein, das dauert hier so lange. Ich brauche immer noch 3 Stück davon. Oder? Ja. Ich könnte natürlich einen zweiten bauen. Hab ich die Materialien dafür? Ja, Saftpresse wird es nicht sein. Das ist hier der Edelsteinschleifer. Ja, gut. Wir können vielleicht auch noch die Minute warten. Können ja währenddessen mal schauen, wo wir das nächste Haus hinsetzen. Wir haben ja hier schon eine Lonely Lodge. Okay, da braucht man ein bisschen Holzstapel mehr im Inventar. Das nehme ich natürlich gerne. So, wo kommt denn dieses Riesenteil hin? Vielleicht hier mitten. Oh, das kollidiert mit dem Wachturm. Na, ein Glück, wo nur ich hier, sonst könnte es Streit mit den Nachbarn geben. Vielleicht direkt hier in Seenähe. Oder hier anstelle von den Häusern wäre das natürlich klasse. So geht's auch. So leicht im See und dann nicht zu nah an der Angelhütte. Aber das wäre doch klasse. Ein Seegrundstück. Da gefällt's mir.
Deswegen habe ich es auch so platziert. Sehr schön, dann können wir, glaube ich, direkt hier anfangen mit dem Bauen. Machen wir mal die erste Stufe und dann können wir das Dorf upgraden. Können ja jederzeit hier weitermachen. Ja, mein Charakter ist im Weg. Ich stehe mir oft mal selbst im Weg. Ich weiß doch, Spiel. Musst mich daran nicht erinnern. So. Stufe abgeschlossen. Wunderbar. Dann schauen wir mal. Jetzt muss der Bernstein fertig werden. Ich bin ein bisschen ungeduldig. Er ist fertig. Wurde zumindest angezeigt, dass hier. Ja, will ich doch gerade gar nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Das wollte ich. So. Und dann einmal aufwerten. Und Dorf aufwerten. Hui. Ja, machen wir jetzt Party. Dann weiß ich gar nicht mehr, wie das geht. Schwarze Straßenlaterne. Sehr schön. Und ich glaube. Ja, Ort ist sehr inspirierend. Ich will die Statue andrücken. Ja, das ist tatsächlich das höchste Level. Wir haben alles freigeschalten, was hier geht. Dann gehen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall ins Eisbiom und bauen vielleicht ein Haus fertig. Und damit würde ich sagen, reicht es für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.